Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück zu Project Zomboid, immer noch in diesem schönen Woodlock-Lager oder wie es man es nennt. Vielleicht weiß der Baron das ja, der ist mit dabei. Guten Tag, ja, das ist die irgendwas Logging Cooperation. Genau, so war das. Ja. Und wir sind hier immer noch fleißig am Looten. Golfschläger, Kabel, naja. Aber auch nützliche Sachen haben wir hier schon gefunden. Oh, ich habe Hunger. Und ich habe gerade meine Erdbeeren weggepackt. Ja, dann packt ihr mal noch ein paar Erdbeeren weg. Zum Beispiel hier finde ich die ganze Zeit immer schöne Sachen. Haarspraydosen. Das ist schön. Haarspraydosen sind super. Ja, die habe ich auch sofort eingepackt. Seife. Ich habe jetzt schon dreimal Seife gefunden. Na gut, Schlaftabletten werden wir wahrscheinlich eher nicht brauchen. Ja, denn mir ist eh schon aufgefallen, wir müssen mal irgendwie einen Lagerort für dreckige Wäsche machen. Ja. Da müssen wir mal eine Kiste bauen oder sowas, wo ja. Oben oder so. Und Antidepressiva. Ich finde hier unheimlich viel Antidepressiva. Also wir wissen jetzt eins, Holzfäller sind gute, das sind bestimmt gute Arbeitsbedingungen hier. Ja, oder das. Oder unten sind noch mehr Kisten. Und ich habe sogar eine kleine Überraschung für den Baron gleich. Oh, ich mag Überraschungen. Jupp. Ganz schön dunkel hier. Da haben wir auch keinen Strom. So, warte. Wo ist es? Da. Oh. Danke. Ja, du bist eine Frau. Frauen lieben doch Parfüm, oder nicht? Ach, so ein bisschen Spaß muss ja immer dabei sein. Ja. Ha, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt hat er für mich einen Deo-Roller gefunden. Nee, nee, nee. Oh, wo ist denn? So, hier. Oh, ein Müllsack. Jetzt habe ich beide abgelegt. Was ist denn? Eine Axt. Das ist nice, aber... Jo. Was hast du denn? Okay, warte mal, warte, da muss ich jetzt hier, das ist ein bisschen fummelig jetzt. Diese Tasche umbenennen. Rücken, ja. Und dann habe ich hier einmal diese Tasche umbenennen. Hand. Hand? Ja. Mein einer großer Wanderrucksack heißt jetzt Rücken, der andere heißt Hand. Denn, das hat folgenden Hintergrund. Den einen trage ich in der Hand, den anderen auf dem Rücken. Ha! Das ist sehr sinnlich. Ja, schon, ne? Aber so kann ich, so werden sie in meinem Inventar nicht als Gegenstände gesteckt. Und das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel das Ding, das ich in der Hand trage, einfach auf den Boden fallen lassen kann. Und ich habe gerade eine Schachtel mit Büroklammern gefunden. So. Okay, das dauert ewig lang, weil man kann die Kisten ja auch abbauen. Ich habe nämlich eine Säge und einen Hammer dabei. Da habe ich gedacht, da kannst du dich vielleicht dann ein bisschen durcharbeiten. Aber das dauert ja ewig. Ja. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Sekundär ausrüsten. Und primär möchte ich bitte meinen Baseballschläger wieder haben. Nee, gut, dann war das eine
Eine Erfahrung, die man mal machen musste. Die anderen Kisten hast du hier auch schon gelootet, oder? Ich bin da mal so durchgegangen, ja. Da, wo ich dran kam, habe ich Schweißstäbe. auch mitgenommen. Ja gut, Schweißstäbe. Ich habe jetzt einmal Schweißstäbe dabei. Na, ich Da wusste jetzt nicht, warte, wie viele, wie wir da. ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Aber damit kann man bestimmt auch einigen Blödsinn machen. Und scheiße, ist das dunkel hier. Hallo Nexus. Hallihallo, hier war ich auch schon drinne. Okay. Ja, gut. Wenn das so ist. Jo. Hier liegt auch wieder Unmengen an Holz, ne? Ja. Das Problem ist halt einfach, dass das so weit entfernt ist, dass es sich schon fast wieder nicht rentiert, hier großartig was mitzunehmen. Ja. Naja, weiß man nicht. Kann sein, dass es sich irgendwann noch lohnt. Ach, guck mal, da ist noch ein Gebäude. Ja. Und ein Container. Mit Oh, noch da mehr sind noch ein. Holzkisten. Oh, ja, oh. Schrotpatronen. Also Metallplatten findet man auch recht ordentlich viel. Yep, habe ich auch schon festgestellt. Da Schrotpatronen. weiß ich allerdings nicht, wie. Ja, wie gesagt, mit dem Metallbearbeiten habe ich mich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und ich finde hier auch ewig viele Batterien. Oh, noch ein Eimer. Noch ein Eimer. Eimer sind auch gut. Eine Axt und eine Batterie. Nadel. Tomatensaatgut, Zeltheering. Man hier nicht alles findet. Feuerzeug ist auch gar nicht so uninteressant. Denn irgendwann gehen die vielleicht auch mal kaputt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Unter Man müsste eigentlich sehen, ob die Umständen. einen Zustand haben. Da gucke ich gleich mal. Verbleibend, ja. Die. Ja, also sind die irgendwann entweder leer oder kaputt oder sowas und deswegen ist es dann doch besser, wir nehmen mal noch ein paar mit. Weil irgendwie müssen wir ja Feuer machen, um dann letztendlich Essen zu machen. Das mit den beiden Rucksäcken hat irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich mir vorgestellt hatte, dass es funktioniert. Das ist schade. Ja, das Erdbeersaatgut, weg damit. So, jetzt habe ich wieder Platz. Dann gucken wir mal. Grün. Oh, meine Farbsammlung wird größer. Jetzt brauche ich nur noch einen Pinsel dafür. Du nimmst echt die Farbe mit. Ja, klar. Ich nicht. Ich habe schon schwarz, ich habe schon weiß, ich habe schon rosa. Jetzt habe ich noch grün und rot. Manchmal glaube ich, er hat eine kleine Macke, aber ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu laut gesagt. Hallo? Man darf es auch schön haben, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, Eine also Farben Nadel. finde ich jetzt ein bisschen uninteressant. Nix. Farben sind super. So, mein Seesack ist auf jeden Fall voll mit Kleber und Haarspray und alles Mögliche. Nadel nehme ich auch mal mit. Etwas gelangweilt. Das ist aber auch. Ja, dann lies mal ein Buch.
Ich bin hier auch schon echt gut beladen. Also da. Hier gibt es einiges zu looten. Ja. Ich habe auch ewig viele Batterien dabei. Ja, ich bin jetzt auch bei 3. Ich habe 10. Wow. Dann können wir ja sogar tatsächlich mal wirklich die Lampe ein bisschen anlassen. Und meinst du, wir brauchen einen Sack mit Gips? Ja, wird mit Sicherheit irgendeinen Sinn haben. Nämlich zum Bauen. Aber sehe ich jetzt im Moment noch keine Verwendung für, Der wird aber wahrscheinlich auch noch extrem viel wiegen, ne? wahrscheinlich. Noch eine Batterie, ey. Das ist Kleber. Sehr schön. Eimer, Batterie. Eimer sind auch immer gut, weil Ja, sicher. dann können wir nämlich auch aus den Auffangbehältern immer schön Wasser mit dem Eimer rausschöpfen, weil der Eimer fasst halt wirklich viel. So, wo geht's hier rein? Ach, da. Oh, der Eimer ist aber echt schwer, wenn er voll ist. Ja, ich würde ihn jetzt halt auch hier nicht unbedingt auffüllen. Ich würde den leeren Eimer mitnehmen. Ist ja klar, wenn viel reinpasst, dann und du viel reinfüllst. Wasser ist ja nicht leicht, ne? So ein Liter, ein Nicht? Kilo. Ja. Und so ein Putzeimer, wenn der mal voll ist. Den trägst du halt auch mal nicht im Rucksack, Sandsack. ne? Sandsack, ich kann sein, dass die Dinger. Ich habe irgendwo mal irgendwas mit Sandsack gelesen. Ich weiß aber nicht, was man damit anfangen kann. Aber das So, Ding ich ist auch bin. scheiße schwer. Ja, ich bin jetzt auch mehr als beladen. Also, ich kann 12 Kilo, nehme ich jetzt mal an, dass es Kilo heißen soll, ich weiß es nicht mehr, tragen und trage gerade fast 19 Kilo. Das heißt. Aber ich bin auf 12,79. Aber dafür habe ich halt in dem einen Rucksack 21,6 von 22 Kilo und in dem anderen 12,02 von 22. Dann schaue ich mal, ob ich in den Rucksack noch ein bisschen was reinstopfen kann. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Also mehr schleppen kann ich leider nicht, tut mir leid. Weil ansonsten kriege ich nämlich bald einen Rückenknacks hier. Ach, so ein Rückenknacks. Nein, damit ist nicht zu spaßen, ich weiß. Ja, es tut schon weh. Und ich habe noch übrigens einen zweiten Eimer gefunden, ne? Ja, ich habe auch, glaube ich, 2 oder 3 Eimer. So, nachdem er die ganzen Farben hier zurücklässt. Ja, tut mir leid, aber das finde ich nicht wichtig. Ja, für dich vielleicht nicht. Ja. Dein Zimmer werde ich nicht streichen, ja? Ja, dann lass es halt. Weißt du, wenn wir dann irgendwann mal Besuch kriegen, Ja, wenn wir Besuch kriegen, wer soll uns denn besuchen? Zombies oder was? dann werden die sagen, oh, das ist aber ein schönes Haus und so schön eingerichtet und so schöne Farben. Bloß das eine Zimmer, das ist extrem hässlich. Dann sage ich ja, Cyan! das ist Baron seins. Lässt er einfach Cyan da. Ist das denn zu fassen? Yep. Ist auch noch schwarz, wenn du schwarz haben möchtest. Schwarz habe ich doch schon. Du hörst auch nicht zu. Doch. Okay, was für Farben habe ich alle? Hast du schwarz schon? So doch klar, dass das jetzt kommt, oder? Was für Farben habe ich denn noch? Pink oder rosa, Okay. Cyan, Aha. glaub blau. Blau habe ich noch nicht. Aber ich stehe vor einer Kiste, in der blaue Farbe drin ist. Bloß kriege ich die leider bei mir in keine Tasche gerade eben rein. Ja, und hier ist auch noch rot. Die habe ich aber schon. Also das wusste ich ja.
Ich habe ja nur gesagt, hier ist rot. Ja. Mich interessieren Farben. Ich bin Maler und Lackierer und ich weiß, dass Farben scheiße sind. Die stinken. Da magst du recht haben. Da mag ich nicht nur recht haben, da habe ich recht. Okay. Ich kann nichts mehr schleppen halt. Na dann. Sollen wir zurücklaufen oder was? Ja, wir können auch noch, keine Ahnung, was machen. Ja, wir sind alleine hier. Wir haben bestimmt noch ein paar Zuschauer. Und dann dürfen wir das auf YouTube nicht mehr hochladen. Okay, da ist was dran. Hallo, mach mal die Flaschenlampe aus. Ach, jetzt macht das aus. Das sieht aber immer noch an, als wenn die anders. Apropos Flaschenlampe, da. Ja. Habe ich hier auch, an wichtigen Ausrüstungsgegenstände, die vielleicht ganz nützlich in der Zombie-Apokalypse wären. Also, nachfolgende Liste mit Standardausrüstung, die du für eine erfolgreiche Reise benötigst. Spezielle Ausrüstung, zum Beispiel Ski oder Sonnenschutzcreme oder Moskitonetze, sollten je nach Umgebung hinzugefügt werden. Ist ja klar. Skier brauchst du nicht überall, ne? Nö. So, wir machen uns mal auf den Weg zurück, ne? Würde ich auch mal sagen. Gut. Also einmal ein Rucksack ist sehr wichtig, ne? Ist ja vollkommen klar. Und zuverlässige Wanderschuhe sind auch praktisch, sollten auch natürlich eingetragen sein. Zwei Paar Socken. Hast du immer zwei Paar Socken dabei? Zwei? Zwei Paar, ja. Ich du musst ja auch vier mal wechseln. Dabei, aber naja. Ja gut. Du musst ja auch bedenken, je mehr Zeug du mit dir rumschleppst, ist halt auch alles Gewicht. Und jetzt hat auch, jetzt mag man vielleicht sagen, ne, zwei Paar Socken. Die wiegen ja nichts, aber wenn du halt von allem irgendwie immer eins zu viel dabei hast, dann kommt in der Summe auch einiges zusammen. Das dann ist eine Literflasche Wasser mit einer breiten Öffnung. Ja. Wasserreinigungstabletten. Habe ich nicht. Hallo Zombies. Das wird jetzt schwer. Ich glaube, ich muss das Buch doch mal weglegen. Ja, genau das gleiche ist halt auch für das nächste windfeste Streichhölzer. Sind halt auch nicht so unbedingt zu haben, ne? Kann man aber ganz, ganz leicht selber machen, ne? Oder zumindest windfeste Anzünder, sagen wir es mal so. Ja. Die auch ruhig nass werden, oder unten sind ja. Ist eine ganze Truppe. Da schleiche ich mich mal hier so vorbei. Und zwar braucht man da eigentlich nur eins, eine Kerze und Pappe. Und dann brauchst du eigentlich nur noch den Kerzenwachs. Machst du dir so eine runde Pappe irgendwie eine Dose oder sowas rein. Füllst das komplett aus. Also füllst die komplette Dose mit der Pappe aus. Und dann lässt du den Kerzenwachs da drüber laufen. Und der Kerzenwachs macht halt das, was eben eine Kerze auch anfängt zu feuern, also dass die anfängt zu feuern. Das Wachs ist ja eigentlich nur dafür da, dass es ja an Öle kriegt, denn dort und so weiter und so fort, damit das halt brennt. Und genau das gleiche macht es dann mit der Pappe und eben dem Wachs. Genau. Der Pappe ist dann der Docht. So. Ja. Jetzt hab ich's. Und so kann man sich natürlich einen Wind, weil wir wissen selber, Wachs, schmeißt mal Wachs ins Wasser, das schwimmt oben. Und vor allen Dingen ist. Es ist zwar nass, aber du trocknest es einmal kurz mit der Hand ab oder mit einem Tuch irgendwie und schon kannst du es wieder anzünden. Ja, das stimmt. Ne, weil es einfach überhaupt kein Wasser einsaugt. Ist ja
wasserabweisend. Also Genau. deswegen wachst du ja auch Skier oder sowas, dass du halt einfach die Reibung verringerst und die Anfälligkeit gegen Wasser deutlich senkst. Genau. Kam jetzt gerade noch nicht auf das Richtige vorhat. Deswegen machen wir sowas immer so zweit, weil dann weiß der eine wenigstens, was der andere sagen will. Richtig. So, habe ich hier auch irgendwo großartig mit Zombies zu tun? Nee, hier schaut es eigentlich relativ sauber aus. Ja, ich wollte schleichen und nicht sprinten. Ein Kopftuch ist auch wichtig. Ja, wegen Hitze Richtig. oder Wegen Sonne. Hitze, Sonneneinstrahlung und alles Mögliche. Also da. Kann aber auch noch unter Umständen zum Abschnüren oder sonst irgendwas genommen Genau. werden. Ne? Ja. Also hat mehrere Funktionen. Richtig. Und das ist halt für solche Situationen halt echt praktisch, wenn du ein Ding dabei hast, was mehrere Funktionen einnehmen kann. Gut, Karte und Kompass versteht sich eigentlich auch von selber, weil, also halt gut, man sollte jetzt nicht den großen Weltatlas mit sich rumschleppen, weil das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so von der näheren Umgebung oder vom Großraum von dem Gebiet wäre halt nicht verkehrt, ne? Ja, das stimmt, aber einen Kompass, bin ich jetzt ehrlich, gibt es in zwei Varianten, ne? Einmal kann man natürlich diese Survival-Kompasse, die sind ja an Messern dran oder eben in Messer drin, ne? Oder ja, halt so kleine Dinger, die es halt überall mal irgendwo gibt. Aber dann kann man natürlich auch noch der Natur einfach zugucken, ne? Ja klar, das Das kann ist man halt natürlich wahrscheinlich auch auch als wieder, das Kompass ist dann nehmen. halt auch wieder dementsprechend, wo man unterwegs ist. Also klar, Sonnenstand und ja, Moosbefall oder was weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem so ein vernünftiger Kompass ist definitiv auch nicht verkehrt. Das ist richtig. So. Wollte ja nur Aber sagen, dass man sich das auch sparen kann. Rein theoretisch. rein theoretisch, aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder gut in der Zeit Oh jo. fortgeschritten und dezent umkreist von Zombies. Ein wenig. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach Machen wir mal. mal, was in der nächsten Folge passiert. Ob die Truppe da oben zu uns zuerst stoßt oder die da unten oder die oder die oder die Oder da. was auch immer. Also sage ich einfach mal, bei uns lernt man nicht nur was, ne? Zum Beispiel, was man alles dabei haben sollte, sondern eben man sieht auch hier, dass man in manchen Situationen nicht weiß, wo man zuerst angegriffen wird. Aha, ich habe ein bisschen Angst. Ja, so ein bisschen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Kanallink von dem Baron ist natürlich unten in der Videobeschreibung Von und Nexus natürlich auch. schaut da auch mal dran vorbei. Oder drauf, eher gesagt. Ja, ich schau mal auf den Link. Ja. Das ist ein sehr schöner Link. Draufklicken. Jetzt, 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 ja. Leute, jetzt, genau. Ja. Draufklicken. Jetzt Ja, mal das Daumen gleiche nach gilt oben natürlich geben. für den Link von Nexus auch. Ja, jetzt können wir uns jetzt eigentlich sparen. Wir können jetzt eigentlich sagen, was wir wollen, weil die Leute haben eh alle draufgeklickt und hören nicht mehr, was wir sagen. Ja, das stimmt. Naja, dann brauchen wir Na uns ja gar gut. nicht mehr verabschieden, ne? Können wir Dann sage einfach ich Tschüss ausmachen. jetzt. Ja. Bis gleich, Baron. Ciao. Ciao. Tschüss.